Hallo? Nathan? Jody? Jody, wo bist du denn? Die Monster. Die sind überall. Großer Gott, Jody, was ist mit dir? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jody. Jody! Verdammt. Hey, wer ist da? Ich muss mir das einbilden. Oh Gott. Nein! Komm schon. Trink. Hey. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber es reicht. Ich habe dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist Ehrensache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Ich bin Stan. Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Vorsicht, heiß. Wie lange bist du schon auf der Straße? Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind sie jetzt schon 3 Jahre. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett abdrehe. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht. Eltern? Durchgeknallter Freund? Sowas?
Nein, nichts in der Art. Stress mit den Bullen, ne? Naja, das ist auch echt nicht mein Bier. Solange du keinen umgebracht hast, passt es schon. Kannst du irgendwo hin? Familie? Freunde oder sonst irgendjemand? Nein. Ja, da gibt es schon jemanden, aber ich will ihn nicht sehen. Jedenfalls nicht so. Wenn du willst, dann bleib. Ich hab nicht viel, aber wir können gerne alles teilen. Danke. Du bist zurück von den Toten? Halleluja! Preise den Herrn! Willkommen in unserem magischen Königreich, my lady! Hi. Hi. Kennst du die anderen? Das ist Walter da drüben. Okay, trinkt ein bisschen viel, aber er ist in Ordnung. Das ist Jimmy. Halt dich lieber von ihm fern, wenn ihm der Stoff fehlt. Und die Kleine, das ist Thursday, sie ist schwanger. Armes Ding. Ich wünschte, ich wäre gestorben. Ich weiß, Kleine. Ich weiß. Aber da müssen wir alle mal durch. Manchmal muss man nur durchhalten und warten, bis es um ist. Sieh mal, jeder hier hat seinen Platz. Manchmal dauert es einfach nur, bis man ihn gefunden hat. Na, ich wollte dich nicht erfrieren lassen. Ich war in der Lage zu helfen, also habe ich's. Kein großes Ding. Danke, Stan. Ja. Thank you.
mir, verfluchte Scheiße. Hey, Kleine. Pass bloß auf mit dem Ding, ist ziemlich scharf. Wir haben nichts mehr zu essen. Ich muss jetzt was besorgen. Willst du sehen, wie es bei uns so läuft? Wir brauchen etwa $5, das reicht für was Warmes. Wir versuchen es hier. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger. Mir ist so kalt. Du wirst warten müssen, bis wir Geld kriegen. Denk an was anderes. Wie lange braucht man für $5? Tja, weiß nicht. Das hängt ganz von den Leuten ab. Vielleicht ein paar Stunden oder eine Woche. Hey, Stan. Ich glaub, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ja. Ich versuch's mal da drüben. Viel Glück dann. Ist nur Futter. Das ist so hart.
Ich hab gesagt, wenn's ihm nicht passt, soll er gehen. Geschieht ihm recht. Hey, Baby. Willst du ein paar Dollar extra verdienen? Vielleicht habe ich da was. Sie wollen mir helfen? Naja, ich finde, ich tue dir einen Gefallen und du tust mir einen Gefallen. 10 Piepen und dann kommst du kurz mal mit mir. Ich brauche deine Knete nicht, Arschloch. Die kannst du dir in den Arsch stecken. Ich will nicht, dass die anderen denken, ich lasse das Team im Stich. Gehört die dir? Ja. Aber heute frieren einem die Finger ab, habe ich gerade mit Spielen versucht. Willst du es versuchen? Nimm sie ruhig. Danke.
haben genug. Los, sehen wir, wie es denn geht. Wie läuft's denn? Nicht gut. Du? Heilige Scheiße. Jody, woher hast du so viel Geld? Gefunden. Da war ein Kerl mit einer Gitarre und... Ich spiele Gitarre und ich hab was gekriegt. Oh, wow, das ist super. Das ist wirklich super. Warte hier. Ich hole uns Essen dafür. Kleine Freunde, was laufen wir? Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen Miststücken tun. Wir sehen uns später, Mist. Verdammt dich, hau ab! Hey. Wie hast du das gemacht? Ich war eine Zeit in der Army. Ja, aber da waren 4 von ihnen. Du warst allein. 4 Arschlöcher. Die wissen nicht, wie man kämpft. Los, raus hier, bevor sie wieder kämpfen. Okay. Okay, Leute, kommt zum Essen.